For English subtitles, push the subtitles button. Hallo zu einer neuen Reptil-TV-Folge. Mein Intro-Tierchen, mal wieder unsere tolle zweiköpfige Boas, ne? Boas, Chuck und Norris. Einfach um euch mal wieder zu zeigen, was das für ein bzw. was für zwei Prachtexemplare das geworden sind. Die fressen und gedeihen, denen geht es wirklich, soweit ich das beurteilen kann, gut bis sehr gut. Das Ungestüme haben sie nach wie vor nicht verloren und so die Koordination rechts oder links oder wohin, das ist nach wie vor ein bisschen schwierig. Wie gesagt, ansonsten geht es den Zweien wirklich toll, möchte ich euch heute mal wieder zeigen. Und zum anderen oder der andere Grund, ich habe mir überlegt, ich werde mal gucken, ob man die nicht beim Guinness-Buch der Rekorde anmelden kann als die größte zweiköpfige oder als die größte lebende zweiköpfige Schlange. Also ich behaupte oder ich glaube, das ist wirklich weltweit die größte Schlange mit zwei Köpfen, die es gibt. Ich habe mal hier einen Meterstab hingelegt. Also die 100 cm haben wir noch nicht ganz geknackt. Also das, was ihr jetzt hier seht, das sind 80 cm. Ihr wisst, Schlangen, wenn sie sich nicht strecken wollen, dann sind sie dann kann man es auch nicht erzwingen, also die lassen sich nicht ganz so leicht messen, aber also hier bin ich selbst mit ein paar Knicken drin, bin ich schon bei 80 cm, also wenn sie sich richtig ausstreckt oder wenn sie an einer flachen Kante entlang kriegt, würde ich sagen, hat die jetzt so runde 90 cm, also der Meter wird bald geknackt und ich denke mir, der spätestens der Meter wäre doch ein guter Anlass, an das Guinness-Buch der Rekorde ranzutreten, ob sie nicht unsere zweiköpfige Boa da drin aufnehmen wollen. Mal eure Meinung dazu, beziehungsweise das Schwarmwissen mal hier abgefragt. Wisst ihr aus dem Internet, kennt ihr andere zweiköpfige Schlangen, die annähernd so groß sind? Wenn ja, wo, welche? Habt ihr Informationen drüber? Helft mir da mal ein bisschen, wenn ihr Infos dazu habt und eben dann sind wir mal gespannt, ob wir vielleicht sogar schaffen, dass wir hier ins Guinness-Buch kommen mit den zwei Hübschen hier. Wir hatten wieder einen Reptilien-ABC-Aufruf gemacht. Mittlerweile sind wir sogar schon beim Buchstaben P. Kamen tolle, nette Einsendungen von euch wieder, tolle Vorschläge, was wir machen könnten. Python wurde vorgeschlagen, Parasiten wurde vorgeschlagen, Panther-Chamäleon wurde vorgeschlagen. Das haben wir alles schon Folgen drüber, deswegen fällt es weg. Wenn wir schon eine Folge drüber haben, dann machen wir es in der Regel nicht im ABC. Dann kam Vorschlag Pflanzen und Paludarien. Finde ich einen richtig super Vorschlag, den hätte ich gern gemacht. Mein Problem ist, dass ich pflanzlich eher wegen so der Tieflieger bin, was mein Fachwissen betrifft und dementsprechend auch was Paludarien betrifft, bin ich nicht sonderlich gut und bewandert, habe ich auch keine. Also hätte ich gern gemacht. Wenn jemand von euch hier im süddeutschen Raum vielleicht da richtig was auf dem Kasten hat oder daheim ein paar schöne Paludarien hat, meldet euch gern bei mir. Vielleicht können wir bei euch mal eine schöne Folge drehen über Paludarien. Das würde mich wirklich freuen und würde Spaß machen. Meldet euch gern. Wie gesagt, toll wäre es hier im süddeutschen Raum, weil mir natürlich schlecht wegen einer Folge 1000 Kilometer quer durch Deutschland fahren können. Also wenn ihr da hier in der Nähe seid, was habt, meldet euch bitte. Dann, ach, waren noch Vorschläge, Felsumen und Paleosuchus. Auch super Vorschläge. Da sind wir aber gerade schon ein bisschen dran mit Folgen am Machen. Das wollen wir separat. Kommt da bestimmt demnächst was über Paleosuchus und Felsumen. Also deswegen gleich ein hinten dran gestellt. Und demzufolge ist es letztendlich geworden P wie Problemtier. Ne? Problemtier in der Terraristik finde ich auch wirklich tolle Idee, spannende Sache. Und deswegen wird es heute unser Thema. Als der Vorschlag schon kam, hatte ich überlegt, was ist denn mit Problemtier gemeint? Ich habe hier so einen
Kurtus, der ist ein bisschen garstig. Der Vorführeffekt, der macht es natürlich, dass er jetzt anständig ist. Das, wer Reptil-TV verfolgt, der wird schon gemerkt haben, immer wenn ich probiere, ein garstiges Tier euch zu zeigen und dem sein ungestümes Gemüt euch zu zeigen, dann passiert genau das, was jetzt passiert. Die Tiere sind lammfromm oder sind anständig. Also eigentlich ist der hier ein bisschen ungestüm, ein bisschen ja, beißfreudig. Jetzt im Moment leider nein. Wir hatten es auf Facebook schon ein bisschen diskutiert. Also der Vorschlag von euch kam über Facebook und dann hatten wir es davon. Also ich habe Thema Problemtier eigentlich gar nicht so aufgefasst, wie glaube ich der, wie derjenige, der es vorgeschlagen hat. Da war, glaube ich, der Vorschlag Problemtier im Sinne von, mein Tier beißt oder mein Tier ist aggressiv oder mein Tier lässt sich nicht so gerne anfassen oder sowas. Aus meiner Sicht ist das kein Problemtier, sondern einfach ein bisschen ein scheues Tier. Wie man mit so scheuen Tieren umgeht, da haben wir schon Reptil-TV-Folgen gemacht, ne? Handling von Schlangen, Handling von Echsen, wie man die regelmäßig hantiert, dass sie umgänglich und brav in Anführungsstrichen werden. Also das wird heute nicht das Thema werden, wie ich eine bissige Schlange oder eine scheue Schlange, also der Ausdruck bissig, den mag ich gar nicht mal, deswegen eier ich hier die ganze Zeit ein bisschen drumherum so mit den Worten, mag ich eigentlich gar nicht. Und wie gesagt, das ist in meiner Sicht oder aus meiner Sicht auch kein Problemtier, sondern einfach ein scheues Tier. So, jetzt habe ich ein Problemtier für euch, Fragezeichen. Deswegen habe ich mir auch einen Handschuh angezogen, weil dieser grüne Leguan so ein Problemtier ist und mir die Arme verkratzt und die ganze Zeit wegrennen will. Nee, dann wären wir ja beim gleichen Thema wie gerade eben, ne? Ein etwas scheueres Tier oder ein ungestümes Tier, haben wir gerade schon geklärt, aus meiner Sicht kein Problemtier. By the way, ein wunderschöner grüner Leguan. Guck mal, wenn ich mich jetzt gleich wenig so drehe und hier dem sein Vorderfuß zur Geltung kommt, seht ihr, dass dem hübschen jungen Mann hier der linke Vorderfuß fehlt. Ne? Ist die Frage, dieser fehlende Fuß, macht der fehlende Fuß oder ihr kennt es von Badergamen, kennt man es ja oft, dass man der halbe oder der dreiviertel Schwanz fehlt und nicht nachwächst. Ne? Bei Badergamen wächst der nicht nach. Oder eben wie gesagt, hier fehlender Fuß. Ist es deswegen ein Problemtier? Aus meiner Sicht ebenfalls nein, kein Problemtier. Dem geht es super gut, das sieht man, der ist nicht umsonst farblich schön, toll gewachsen, schön kräftig, schön dick. Also der fehlende Fuß da vorne links ist, glaube ich, dem Iguana relativ egal. Mir als Pfleger ist es genauso egal. Im Klettern, der klettert auch mit drei Füßen, fast so gut wie jeder mit vier Füßen. Also von dem her würde ich auch sowas vielleicht als besonderes Tier bezeichnen, aber auf keinen Fall als Problemtier. Ne? Also auch das trifft unser Thema heute nicht. Ich glaube, da sind wir uns alle einig. Jetzt habe ich euch zwei, drei Beispiele gezeigt zu Problemtieren, was ich nicht als Problemtier finde oder halte. Wäre mir eure Meinung wichtig oder würde mich interessieren. Deswegen bitte gerne unten drunter posten, was für euch Problemtiere sind oder was ihr unter dem Überbegriff Problemtier versteht oder wo ihr das gehört habt, was ihr gedacht habt, kommt bestimmt das und das dran oder sowas. Bitte unten posten, bin ich mal gespannt, was ihr schreibt. Wenn das Thema spannend ist, wie immer bitte Daumen hoch, Kanal abonnieren, dann seid ihr immer auf dem Laufenden. Und jetzt um das Geheimnis, ne, ist kein Geheimnis, um die ganze Story zu lüften sozusagen. Also ich verstehe unter einem Problemtier ein Tier, das einfach schlecht wächst und schlecht gedeiht. Ne? Man hat Terrarientiere, da merkt man von Anfang an, oh je, das ist wegen ein schlechter Fresser und entsprechend, also wenn sie schlecht fressen, wachsen sie natürlich auch langsamer. Ne? Fressen, wachsen, hängt ja immer zusammen. Also ein Tier, das gut frisst, kann nicht schlecht wachsen, würde ich behaupten, weil, wie gesagt, es geht ja parallel zueinander oder wie soll man sagen, das geht ja
fehlt mir der passende Ausdruck. Fressen, wachsen, das geht ja Hand in Hand sozusagen miteinander her. Ne? Wenn ein Tier viel frisst, wächst natürlich auch schnell. Wie gesagt, aus meiner Sicht ist ein Problemtier ein Tier, das schlecht frisst, demzufolge schlecht wächst, schlecht gedeiht. Das würde ich unter Problemtier verstehen. Die Frage ist jetzt einfach, wieso frisst er schlecht? Oder wieso frisst mein Terrarientier schlecht? Kann natürlich sein, dass dieses vermeintliche Problemtier eigentlich gar kein Problemtier ist, sondern ihr vielleicht der Problemhalter seid, ne? Wenn ihr eurem Tier nicht das Richtige bietet an Klima, Beleuchtung, vielleicht das passende Futter, dann kann natürlich euer Terrarientier auch nicht entsprechend wachsen. Also ihr müsst erst mal abchecken, stimmt das Klima im Terrarium, ist es wirklich warm genug, ne? Bei den heutigen Strompreisen ist man vielleicht bemüht, Strom zu sparen. Also bitte nicht in eurem Terrarium, da muss der Strom rein. Die Terrarien müssen entsprechend warm sein. Das Gleiche gilt fürs Licht. Ich hatte letztens per E-Mail eine Kundin, die mich ein paar Mal angeschrieben hat, ja, ihre Pantherschildkröte würde Probleme machen, sie würde zu wenig fressen, sie würde zu wenig koten und was weiß ich. Und da ging das ein paar Mal hin und her, beziehungsweise relativ bald nach ein, zwei E-Mails oder eigentlich schon meistens in der ersten E-Mail frage ich, oder sag mir mal, wie du das Tier hältst. Und dann schickt sie Fotos und sagt, naja, sie hätten 1,20 Meter Terrarium und sie hätten eine 70 Watt Lampe, immerhin eine HID-Lampe, aber leider nur 70 Watt. Und das Ganze auf 1,20 Meter, ich glaube auch 1,20 Meter hohes Terrarium. Und hat sie Fotos gezeigt und ein Thermometer am Rand, das zeigt 20 Grad an. Dann ist eigentlich schon alles klar. Ne? Also eine Pantherschildkröte, die irgendwie an der Seite vom Terrarium 20 Grad hat und unter der 70 Watt Lampe, schätze ich mal, vielleicht gerade mal maximal 30 Grad als wärmste Stelle hat, da ist nicht das Tier das Problem, sondern die Haltung das Problem. Ne? Da muss ich natürlich die Haltung verändern, dass die Parameter alle stimmen. Und da würde ich meine Hand dafür ins Feuer legen, dann wird diese Pantherschildkröte auch super fressen und wird regelmäßig koten und es wird alles okay sein. Also ich sagte gerade, die Haltung muss stimmen, ne, das Klima. Genauso muss das Futter natürlich stimmen. Es gibt Terrarientiere, die fressen lieber, jetzt bei den Schlangen zum Beispiel, die wollen halt einfach nur Leben fressen. Da kann ich Froschfutter anbieten. Da gehen die einfach gar nicht dran oder schlecht dran. Ja, da muss ich halt zu lebendem Futter umsteigen. Oder es gibt wirklich Spezialisten, die wollen halt wirklich bloß, sei es eine Rennmaus oder eine Vielsitzenmaus oder extremes Beispiel. Ich hatte mal einen Tigerpython, den haben wir von privat irgendwie bekommen, dann war der hier monatelang, der hat nichts gefressen, der Tigerpython, also der war schon 2-3 Meter groß und Tigerpython sind ja eigentlich Fressmaschinen und der hat Wochen, monatelang nichts gefressen, der wurde immer platter sozusagen. Ich glaube, das ging wirklich bald ein Dreivierteljahr, ich habe alles probiert, Ratten, Leben, Tod, habe sogar noch mal Mäuse probiert, ich glaube Hasen probiert, hat den 0,0 interessiert. Irgendwann kam ich mal auf Meerschweinchen, ich glaube durch einen Zufall. Und der ist auf das Meerschweinchen ab wie sonst noch was. Und ab dem Tag, wo ich wusste, dass der Meerschweinchen frisst, hat der jede Woche, also dem hätte ich unendlich viel Meerschweinchen reinschmeißen können, war alles okay. Also der wollte oben Gedeih und Verderb Meerschweinchen. Und ich glaube, der wäre wirklich, der hätte sich zu Tode gehungert, hätte ich nicht irgendwann mit den Meerschweinchen angefangen. Ne? Also das kann natürlich auch der Hintergrund sein. Was man auch manchmal probieren kann, gerade speziell bei Königspythern oder deswegen auch hier mein Problemtier, also dieser VIP-Ball, so die Königspython-Insider unter euch, die wissen vielleicht diese ungeprüfte Morph unter dem Künstlernamen VIP-Ball, die wird noch gar nicht gezüchtet. Da haben wir ein Tier, in Afrika gibt es wohl auch noch zwei Tiere beim Noah. Der hat leider auch von Anfang an relativ schlecht gefressen. Der ist jetzt schon, ich glaube, das dritte Jahr alt, 2,5 Jahre alt. Er hat jetzt endlich mal das Kilo überschritten, also hat knapp ein bisschen über ein Kilo. Aber könnte mit dem Alter natürlich schon deutlich mehr sein. Das ist ein Weibchen, kann noch nicht damit bis jetzt züchten, weil sie eben nur ein Kilo hat. Und Hintergrund ist, dass sie
eben so ein besagtes Problemtierchen ein bisschen ist und wirklich schlecht ans Futter geht, ne, dann frisst sie mal wieder 6-8 Wochen lang ganz okay, dann macht sie wieder 2-3 Monate Fresspause, dann frisst sie mal wieder ein bisschen, egal was wir der anbieten, das ist echt wegen Drama. Was wir vor ein paar Monaten probiert haben, ist, dass wir ihr ein wirklich sehr flaches, eine unbeliebte Rackbox bieten, aber die relativ oder die sehr flach ist sogar, also nicht unsere normalen Rackboxen sind ja so 20 cm und jetzt haben wir der eine gegeben, die vielleicht 10 cm Höhe hat und tatsächlich da drin frisst sie deutlich besser, ne? Also ich will noch nicht sagen, jetzt ist alles okay, toi toi toi, nicht den Tag vor dem Abend loben, aber das macht scheinbar einen guten Eindruck. Also war vielleicht oder hilft vielleicht in dem Fall dieses ganz flache Terrarium. Ne? Das, wie gesagt, weiß man bei Königspythons, dass die das manchmal ganz gern mögen, weil sie in der Natur auch viel in engen Nagerbauten leben. Vielleicht ist das hier der Schlüssel zum Erfolg. Und mit dieser flachen Haltung kann ich hier mein Problemtierchen dazu bewegen, weiterhin gut zu fressen, dass wir es endlich züchten können. Das waren meine Überlegungen zum Thema Problemtier. Ihr habt gemerkt, so richtig Problemtier an sich rauskristallisieren kann ich fast nicht immer. Ich glaube, dass wirklich in wahrscheinlich 98% der Fälle die Haltung oder der Halter oder das Terrarium oder irgendwas oder das Futter eben dran schuld ist. Also da, das ist dann ein lebenlanges Suchen, was ich vielleicht noch vergessen habe. Manche Reptilien, vor allem Schlangen, sind am liebsten allein. Es gibt vielleicht andere, wo es andersrum ist, bei den Echsen, die wirklich in einer Dreier-Vierer-Gruppe besser gedeihen. Das kann vielleicht auch noch der Grund sein. Also so muss man alles wegen ausprobieren. Und wie gesagt, in 98% der Fällen ist es so, dass man früher oder später feststellt, ach, eigentlich, das Tier macht ja gar keine Probleme, wenn ich dies oder jenes beachte. Ne? Also das wird dann die Aufgabe sein und dann, wenn man da alles ein wenig durchprobiert, kann man das Problem höchstwahrscheinlich lösen und das Problemtier mausert sich letztendlich zu einem tollen Terrarientier.